Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Gramos, so nennt man mich in-game. Und ich habe ja gesagt, dass ich eine TSM-Guide-Reihe veröffentlichen werde. Und in dem ersten Teil haben wir aus dem letzten Video darüber gesprochen, wie wir TSM installieren. Wir haben uns die Preisquellen angeschaut, geguckt, was die denn überhaupt bedeuten, welche Funktionen diese haben. Und wir haben uns auch die TSM-Einstellungen im Spiel angeschaut. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir direkt an mit Teil 2. Und in dem heutigen Video reden wir über das TSM Dashboard, die Trade Skill Master Ledger und das TSM Berufefenster. Okay, fangen wir an. So, angekommen in WoW, fangen wir direkt an und wir öffnen die Trade Skill Master Einstellungen. Dafür, wie gesagt, geht ihr entweder auf das Icon in der Minimap oder gebt im Chat ein slash TSM. Und schon sind wir direkt im Dashboard. Darüber werden wir jetzt als erstes reden. Das Dashboard zeigt euch quasi an, wie viel Gold ihr in einem gewissen Zeitraum gemacht habt. Hier könnt ihr das auch einstellen, entweder in einem Zeitraum von dem letzten Tag, der letzten Woche, des letzten Monats, der letzten 3 Monate und so weiter und so fort. Und dann kann man hier auch einsehen, was die höchste Goldmenge bisher überhaupt bei euch auf dem Realm, auf dem Charakter war. Wie viele tägliche Verkäufe ihr im Durchschnitt macht, was dein bester Verkauf war in dieser Zeitspanne von den 3 Monaten als Beispiel. Und dann sieht man auch hier die Allgemeinverkäufe der letzten 3 Monate. In meinem Fall waren das hier 16,5 Millionen. Der durchschnittliche Verdienst per Tag wurde ausgerechnet mit 185.000 Gold. Und das beste verkaufte Item in den 3 Monaten waren die 441er Armschienen mit Lebensraub. Ein Mythic PoE aus dem aktuellen Raid. Dann kann man hier auch noch einsehen, wie viele Käufe man gemacht hatte in dem Zeitraum. Ich habe insgesamt 6,3 Millionen Gold ausgegeben in den letzten 3 Monaten auf diesem Realm, auf dem Charakter. Wenn ihr mehrere Charaktere habt, könnt ihr hier natürlich auch auswählen, ob ihr diese auch mit einbeziehen wollt in der Berechnung oder ob ihr die einfach deaktivieren wollt. Ihr könnt auch hier dann natürlich direkt Select All machen oder Deselect All. Und der totale Profit, der wird dementsprechend auch noch mit einkalkuliert. Heißt, in den letzten 3 Monaten habe ich auf dem Realm Twisting Nether mit meinem Flip-Account, mit dem Flip-Charakter 10,2 Millionen Gold Profit gemacht. Das ist quasi das Dashboard und mehr gibt es da eigentlich auch gar nicht zu sagen. Deshalb würde ich sagen, schwenken wir direkt in den nächsten Tab rüber und das ist die TSM Ledger. TSM Ledger ist interessant. Ich öffne jetzt noch einmal ganz schnell die Settings. Wir hatten nämlich in Accounting die Einstellung auch aktiviert: Track Sales and Purchases via Trade. Heißt, die ganzen Käufe und Verkäufe, die ihr per Handelsfenster macht, werden mit abgespeichert, auch außerhalb der Verkäufe und Käufe im Auktionshaus. Und diese Käufe und Verkäufe, egal ob per Handelsfenster oder Auktionshaus, werden in der Ledger abgespeichert. Heißt, ihr habt den ersten Tab hier oben, das ist die Inventory. Dort könnt ihr quasi einsehen, welche Items ihr aktuell auf dem Charakter besitzt oder allgemein auf dem kompletten Realm. Da werden auch alle anderen Charaktere mit einbezogen. Dann wird hier auch der Name, also der Name des Items mit angezeigt, die Menge, die ihr davon besitzt, ob die in der Tasche sind oder in der Bank, im Briefkasten und so weiter und was für einen aktuellen Wert diese haben. Der Wert wird bestimmt durch DB Market, also der Realm-Wert. Man kann jetzt aber auch hier DB Region Market Average eintragen, um zu sehen, was für einen Wert die Items denn regional haben. Gerade auf dem Charakter bezogen wäre es für mich vielleicht sogar interessant zu wissen, was der regionale Marktwert ist, da ich mich bei dem Flipping, worüber ich eigentlich gar nicht reden wollte, aber im Bereich von dem Flipping mit dem Goldmaking beziehe ich mich eher auf DB Region Market Average. Und da kann man dann auch einsehen, hey, dieses Design als Beispiel, dieses Rezept hat einen regionalen Marktwert von 234.669 Gold, was dann auch hier in dem Tab Value mit angezeigt wird. Dann gibt es noch Revenue. Das heißt im Prinzip das, was ihr alles in den Briefkästen eingenommen habt an Verkäufen oder per Handelsfenster. Und dann seht ihr auch hier, wann ihr diese verkauft habt, zu welchem Preis ihr die verkauft habt, welche Mengen oder halt auch der Spielername. Die habe ich jetzt hier einfach mal zensiert. Wir wollen ja auch ein bisschen Diskretion haben, ne? Dann könnt ihr aber auch hier noch filtern, mit welcher Art ihr diese Verkäufe gemacht habt. Entweder mit den Auktionen, per Nachname im Briefkasten,
Handelsfenster oder durch die Verkäufe beim Händler. Auch die Raritäten, also die Qualitätsstufen der Items, könnt ihr rausfiltern zwischen graue Items, weiße Items, grüne, blaue, epische und so weiter und so fort. Charaktere kann man auch filtern. Man kann ja auch filtern, welche Verkäufe gelistet werden sollen, aus welchen Zeitspannen. Die letzten 30 Tage, die letzten 60 Tage, 14, 7 oder auch All-Time. Also die kompletten Verkäufe aus der kompletten Zeit, seitdem ihr TSM benutzt. Other ist, ja, nichts drin. Da kann ich gerade auch tatsächlich nicht sagen, was Other überhaupt bedeutet. Den Reset-Tab, den gucken wir uns gleich mal in Ruhe an. Und der Expenses-Tab ist der Tab eurer Einkäufe. Auch über Auktionshaus, über den Briefkasten, wenn ihr etwas per Nachname bekommen habt, oder auch per Handelsfenster. Dort seht ihr dann quasi, wie viel ihr ausgegeben habt für ein Item, wann ihr dieses verkauft habt und natürlich auch, was für ein Item ihr gekauft habt mit dem Itemname. Auch hier unten sieht man dann auch, in den letzten 30 Tagen habe ich 368 Items gekauft und insgesamt 320.000 Gold ungefähr bezahlt. Auch hier bei Revenue natürlich sieht man auch, ich habe 212 Items verkauft zu einem Wert von 1,2 Millionen Gold. Failed Auctions zeigt euch quasi an, wie viele Items ihr ins Auktionshaus gestellt habt, aber nicht verkauft wurden, sondern einfach wieder abgelaufen ist. Also wenn die 24 Stunden um sind oder die 48 Stunden, je nachdem für wie lange ihr diese einstellt, und die werden nicht gekauft und laufen dann ab und landen in den Briefkasten, die werden dann auch hier in den Tab Failed Auctions angezeigt. Okay, dann gehen wir noch einmal ganz schnell rüber in den Revenue Tab, denn wir wollten uns ja auch einmal den Resale Tab anschauen. Der Resale Tab ist für uns jetzt eigentlich nicht so relevant, aber es wäre trotzdem gut zu wissen, was dieser überhaupt bedeutet. Denn wenn ihr mal vorhaben solltet, auch mit Flipping oder Sniping zu arbeiten, heißt im Prinzip, wie ihr kauft günstig Sachen raus, stellt sie teurer rein, vielleicht zum doppelten oder dreifachen Preis und verkauft diese dann dementsprechend weiter. Dann wird das alles in dem Resell-Tab eingelistet. Hier steht zum Beispiel, ich habe hier ein mythisches BOE mit dem Bonus-Set Lebensraubvermeidung, also Avoidance, gekauft. Und dort steht dann, ich habe für dieses Item als Beispiel 350.000 Gold ausgegeben. Eins habe ich gekauft, eins habe ich verkauft. Und verkauft habe ich das für 1,1 Mülle Gold. Umgerechnet, also 1.140.000 Gold, wenn man das genau haben will. Und in dem Reset-Tab wird dann aber auch direkt noch mit angezeigt, was mein Profit überhaupt für dieses Item war. Ich habe 350k ausgegeben, es für 1,14 Mille verkauft und mein Profit für dieses Item waren 790.000 Gold. Und das wird komplett alles abgespeichert per Trade Skill Master und dann sieht man halt hier auch die Pluszahlen oder wenn ihr Pech habt, auch vielleicht mal eine Minuszahl, falls ihr vielleicht mal Verluste gemacht habt bei einem Flip oder bei einem Snipe. Okay. Dann würde ich sagen, was das sogar schon direkt und wir steigen rein in unser Trade Skill Master Berufefenster. Holt euch einen Kaffee, das wird ein bisschen dauern. Okay, angekommen auf den Charakter, wo wir in Teil 1 schon einmal unterwegs waren, werden wir einmal unser Berufefenster öffnen. Das ist das Trade Skill Master Overlay von unserem Berufetab und es sieht ein bisschen verwirrend aus. Aber wir gehen da jetzt Step by Step einmal durch und schauen uns das Ganze einmal an. Wir haben hier oben einmal den Tab Crafting, Gathering, Reports. Wir bleiben erstmal in den Crafting-Tab und arbeiten uns dann Step by Step hier durch. Und zwar haben wir als Beispiel einmal hier die Einstellung Enchanting. Heißt, kann hier auswählen zwischen den Berufen, die dieser Charakter hat. Wenn ich jetzt beispielsweise meinen Inschriftenkunde angucken möchte, so rum, Sprachfehler, öffnet er direkt mein Inschriftenkunde-Fenster. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei Verzauberkunst. Dann haben wir hier ein Tab. Dort steht dann Create Profession Groups. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und hier haben wir nochmal kleine Filter mit Filter bitte nur die Rezepte, die ich gerade herstellen kann, wo ich auch Materialien für habe. Oder bitte zeigt mir nur Rezepte in meinem Frame aktuell, also in meinem Berufe-Tab, die mein Berufeskill erhöhen würden. Dann haben wir hier Shadowlands Enchanting, das heißt, hier sind die kompletten Rezepte aus dem Shadowlands Zauberkunst gegeben. Da könnt ihr einmal draufklicken, um diese zu minimieren. Dann haben wir hier noch Zandalari Enchanting, Legion Enchanting, Draenor und so weiter. Wir bleiben einfach mal hier in den Shadowlands Fenster drin und gucken uns mal an, was hier so schönes steht. Wir haben einmal den Tab Recipe Name, also Name des Rezeptes, Craft, Profit und
die Ouija Sailorate. Darüber reden wir gleich nochmal. Und zwar, der Name, natürlich wie es sagt, ne? Eternal Ability heißt es im Englischen. So heißt die Verzauberung, die wir hier herstellen können. Craft bedeutet so viel wie, wie viele könnten wir herstellen. 0 bis 2 steht bei mir in dem Fall. Warum 0 bis 2? Ich habe auf meinen Old-Charakteren noch Materialien und wenn ich die rüberschicken würde, könnte ich 2 Stück herstellen. Dann haben wir Profit. Hier steht beispielsweise 1 Gold und 90 Silber Profit würde ich machen, wenn ich aktuell die Materialien aus dem AH rauskaufe und dieses Item herstelle und für den Min-Buyout von 3 Gold 86 verkaufen würde. Das habe ich ja in Teil 1 schon erklärt. Das machen wir noch einmal ganz schnell auf. Crafting. Genauso wie hier im Tooltip. Hier im Tooltip steht ja auch unten unter TSM Crafting. Der Profit wäre 1,90 Gold und er wird auch hier angezeigt in dem Profit-Tab. Und der Profit, wie gesagt, wird ausgerechnet aus Min, DB Market, Crafting und Vendor Buy. Also so werden die Materialien ausgerechnet. Dann gehen wir in den Tab Region Sale Rate. Das ist auch interessant, das habe ich ja gestern schon erwähnt, da reden wir in einem anderen Video drüber. Und die Region Sale Rate, wie kann man die am besten erklären? Das ist ein bisschen, gewöhnungsbedürftig, aber man kann sagen, je höher die Zahl von dem Region Sale Rate ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr diese Items verkaufen werdet. Und zwar gibt es die Region Sale Rate in einer Spanne von 1 bis 0,001. Okay, 1 ist im Prinzip 100%, 0,9 wären 90%, 0,8 wären 80% und so weiter und so fort. Hier als Beispiel bei Eternal Agility steht ja 0,165. Heißt im Prinzip, wir haben eine ungefähre 16,5%ige Chance, dass wenn wir dieses Item herstellen und ins Auktionshaus stellen, dass dieses Item zu 16,5% Wahrscheinlichkeit gekauft wird, anstatt dass es abläuft und wieder in den Briefkasten landet. Aber das ist wirklich nur eine geschätzte Berechnung oder eine geschätzte Wahrscheinlichkeit. Deswegen würde ich diese Anzeige von Region Sale Rate nicht so ernst nehmen, gerade bei Items oder Produkten, die regionsweit gehandelt werden. Denn seit, ich glaube, seit dem Pre-Patch von Dragonflight war das ja, glaube ich, so, dass Commodities, also Handwerkswaren oder auch Potions vom Alchemisten und so weiter und so fort, dass diese ja regionsweit gehandelt werden und nicht mehr UWM-spezifisch im Auktionshaus. Und heißt, die komplette EU möchte Sachen kaufen oder verkaufen. Ihr stellt etwas rein und es wird in Sekundentakten eigentlich rausgekauft. Dementsprechend Region Sale Rate nicht zu 100% ernst nehmen. Natürlich kann man sich darin orientieren, wenn man auch alte Sachen herstellen möchte. Und da kann man auch so grob einschätzen, okay, wenn jetzt hier 0,165 steht für eine Shadowlands-Verzauberung, dann ist es doch eigentlich wahrscheinlich, dass ich diese sogar noch verkaufen könnte. Und das nicht nur einmal, sondern vielleicht auch zweimal am Tag. Wenn jetzt aber dann auch hier eine Verzauberung vielleicht irgendwo ist, wir schauen mal kurz rein, von 0,026, das ist ja schon mal ein bisschen weniger, die gibt jetzt gerade auch keinen Profit, die würde ein Minus machen, wenn wir die herstellen würden, basierend auf den Preisen von den Materialien im AH. Und da steht dann, die Region Sale Rate beträgt 0,026, also ungefähr 2,6%. Würde ich vielleicht nicht unbedingt herstellen, denn dort könnte es sein, dass sie mehr als einmal ablaufen wird, bevor ihr diese überhaupt verkauft. Okay? Das waren quasi diese Tabs zum Erklären. Okay, dann schauen wir rein in den Restore Group Button. Restore Group, da werden wir später drüber reden, eventuell in Teil 3 oder Teil 4, je nachdem, wie viele Videos ich noch mache. Denn der Restock Button oder die Restock Group Einstellung bezieht sich auf die Crafting Operation, die wir später noch schreiben werden. Dann hat man hier die Crafting Queue, heißt, wenn ihr jetzt hier beispielsweise Eternal Agility herstellen wollt und ihr setzt eine rein, dann wird diese hier in die Warteschlange reingesetzt. Dann steht hier auch, welche Materialien ihr dafür braucht oder wenn wir diese jetzt hier mal abändern, ich möchte 10 Stück davon herstellen, dann steht hier auch direkt drin, ich bräuchte 10 Eternal Crystal und 20 von den Sacred Chars. Der durchschnittliche Profit wäre insgesamt bei 10 Verzauberungen dieser Art 19 Gold und 4 Silber. Und wenn ihr hier auf das kleine Ausrufezeichen geht, steht hier auch,
Die Materialkosten für die komplette Crafting Queue, also wenn ihr jetzt noch mehrere Items da drin habt, wird alles zusammengerechnet. Dann stehen da die Herstellerkosten drin, der geschätzte Profit für alle Items und für die komplette Menge und die geschätzte Herstellungszeit, wie lange ihr braucht, bis die komplette Crafting Queue abgearbeitet ist. So, wir schließen einmal dieses Fenster. Lassen das einmal drin, das brauchen wir gleich nochmal für ein Beispiel. Und hier unten rechts könnt ihr natürlich auch auf Clear All klicken, dann wird die komplette Queue resettet. So, wir setzen hier jetzt aber nochmal 10 Stück rein für gleich. Und dann haben wir den Tab Gathering. Gathering ist wichtig, denn wenn ihr jetzt als Beispiel etwas in der Crafting Queue habt, dann geht ihr in den Tab Gathering. Dann gibt es hier den Crafter Tab, den Profession Tab und die ganzen Source Tabs. Source Tab ist im Prinzip der Filter, woher ihr die Materialien entnehmen wollt. Wollt ihr einen Filter reinsetzen, dass die Materialien, die man beim Händler kaufen kann, auch angezeigt werden, dass ihr diese bei dem Händler kaufen wollt? Wollt ihr eure Gildenbank vielleicht mit einbeziehen, wenn ihr jetzt beispielsweise in einer Gilde seid, in einer Raid-Gilde und dort sind Materialien drin? Die könnt ihr aber natürlich nicht einfach so benutzen, deswegen würde ich sagen, nehmt ihr hier die Gildenbank raus. Dann klickt ihr hier drauf und unten scrollt ihr runter und klickt dann auf Remove. Dann wird die Quelle der Gildenbank aus dem Filter rausgesetzt. Dann kann man auch noch den Filter Alt-Charaktere eintragen, also eure anderen Charaktere. Heißt, wenn ihr jetzt vielleicht noch einen Splitter für Verzauberkunst auf einem anderen Charakter habt, den ihr jetzt für die Crafting Queue braucht, dann wird euch in dem Material Gather Fenster angezeigt: Hey, schwenkt doch mal bitte rüber zu dem Charakter, schickt diesen Splitter auf diesen Charakter, wo ihr Sachen herstellen möchtet, anstatt diesen im Auktionshaus zu kaufen. Okay, das ist relativ simpel, das zeige ich euch gleich auch. Dann gibt es natürlich auch noch die Gildenbanken von den anderen Charakteren, die könnt ihr wie gesagt dann auch entfernen, wenn ihr andere Chars habt, die in einer Raid-Gilde oder in einer Community-Gilde sind, wo ihr keinen Zugriff drauf habt, einfach die Materialien rauszunehmen. Sollte man auch nicht machen, einfach irgendwas rauszunehmen in einer Community-Gilde. Dann natürlich auch die Quelle Auktionshaus, heißt, wenn ihr jetzt eine Crafting Queue habt, dann möchtet ihr die Materialien natürlich auch aus dem Auktionshaus beziehen, wenn es günstiger wäre, die basierend auf dem DB Market, also dem Realm-Wert, zu kaufen, anstatt diese vielleicht mit einem Beruf herzustellen. Und dann kommen wir natürlich auch zu dem Berufe-Tab: Craft Profitable oder Craft Unprofitable. Craft Unprofitable würde ich tatsächlich entfernen. Ich frage mich, warum ich das überhaupt drin habe. Craft Profitable ist im Prinzip, das habe ich euch gestern auch in dem ersten Teil gezeigt, wenn ihr beispielsweise ein Material braucht, was ihr entweder im Auktionshaus kaufen könnt oder selbst herstellen könnt, dann gibt es ja die Formel, schauen wir nochmal schnell rein, Crafting Min DB Market Crafting Vendor Buy. Ne? Also er nimmt dann quasi die günstigste Quelle aus der Klammer und wenn jetzt quasi Craft Profitable in der Queue nicht drinne wäre, würde Crafting deaktiviert werden. Heißt, ihr würdet alles aus dem AHA kaufen müssen, selbst wenn Crafting vielleicht in dem Fall sogar günstiger wäre als der aktuelle Marktwert von dem Item. Okay, dann würde ich sagen, haben wir die Quellen hier auch schon einmal erklärt und ein bisschen abgefiltert. Und dann klickt man hier auf den Crafter-Tab. Select Crafter, in dem Fall Kramos, der die Verzauberkunst. Der Verzauberkunst hat und Verzauberung herstellen möchte. Geht so in den Gathering Tab. Entweder sagt man, man möchte alle Berufe auswählen, die gerade in der Crafting Queue sind, in dem Fall Enchanting. Und dann sieht man auch hier direkt, welche Materialien wir brauchen, um alle Items in unserer Crafting Queue zu craften, also um sie herzustellen. Und dann steht hier als Beispiel auch drin, ich brauche 10 von Eternal Crystal und 20 Sacred Shards. Die Quelle, wie wir sie jetzt holen sollen, lautet Auktionshaus. Dann steht also einmal der Tab Name drin, der Tab Sources, also Quelle, dann noch der Tab Have und der Tab Need. Wie viele habe ich? 0. Wie viele brauche ich? 10 und 20. Dann klicken wir mal hier auf den magischen Button Open Task List. Und dann öffnet sich hier ein kleines Extra-Fenster. Expirations und Cooldowns, das machen wir jetzt mal kurz weg. Denn die Tasklist ist eine Art To-Do-Liste, welche wir einmal abklappern sollten. Um diese Items herzustellen, wird wie gesagt, ich soll ins Auktionshaus gehen und die Materialien kaufen.
Dann besuchen wir das Auktionshaus, öffnen den TSM-Frame von dem Aha, gehen dann in den Tab Pros und können hier auf Scan All klicken. Wenn wir da jetzt draufklicken, scannt Trade Skill Master beide Items, die wir brauchen, um unsere Crafting Queue herzustellen. Klicken wir einmal drauf und dann scannt er hier diese Items. So, wenn wir jetzt beispielsweise hier einmal auf Sacred Shard klicken und dann auf Buyout, wird auch direkt die Menge eingetragen, die wir brauchen. Dann wird hier auch angezeigt, was unser Einzelpreis aktuell wäre. 15 Silber in Klammern 57%. Was bedeutet 57% in der Klammer? Das sind 57% von dem Marktwert, der berechnet wird, der benutzt wird, so rum, um unsere Herstellungskosten für die Materialien auszurechnen. So, bevor wir das jetzt aber kaufen, zeige ich euch noch einmal ganz schnell hier. Die Tabs Quantity ist die Menge der Items, die aktuell für den günstigsten Preis gegeben sind, 370 Stück für 15 Silber. Und der Prozent-Tab, der zeigt uns dann quasi auch an, prozentual, wie teuer diese Items gerade sind. 100% wäre optimal, denn 100% bedeutet 100% DB Market. Und das zeige ich euch jetzt auch nochmal einmal als Beispiel. Das habe ich nämlich noch nicht erwähnt. In dem Tab Crafting wird ja wie gesagt gezeigt Min DB Market Crafting Vendor Buy. Es wird immer aus Min 100% DB Market, 100% Crafting und 100% Vendor Buy ausgerechnet. Okay. Und wenn ihr jetzt beispielsweise etwas kauft und das hat aber gerade eben nur 57% von dem DB Market, bezahlt ihr ja viel weniger, als die Kalkulation von Min DB Market Crafting Vendor Buy berechnet. Wisst ihr, wie ich meine? Heißt, ihr macht sogar noch mehr Gewinn, wenn ihr unter 100% DB Market einkauft. Was ihr natürlich nicht machen solltet in dem Fall, wären die Eternal Crystals zu kaufen, denn diese stehen aktuell bei 476% DB Market. Und wenn ihr diese jetzt kaufen würdet, würde die Berechnung, die Default Material Cost Method, falsch berechnet werden. Denn es wird berechnet durch 100%, maximal 100% und nicht mit 476%. Wenn ihr jetzt hier draufklicken würdet, Finding Options, das dauert jetzt ein bisschen, was wir machen, nochmal einen neuen Scan, Sekunde. Scan All. Und wenn ihr jetzt hier draufklicken würdet, einmal hier. Buyout, dann bekommt ihr hier auch schon die Warnung Contains Auctions above your material value. Das heißt, der aktuelle Einkauf von 10 Stück würde über meiner Materialberechnung stehen. Also der Preis der Items 315% ist immer noch mehr als 100%. Deswegen, wenn das passieren sollte, das wird ab und zu vorkommen, wartet lieber mit dem Einkaufen dieser Items. Ihr könnt die restlichen Materialien, die ihr für die Crafting Queue braucht, alle schon einkaufen, sofern sie bei maximal 100% stehen. Okay? Und wenn ihr, wie gesagt, unter 100% DB Market einkaufen könnt, weil sie einfach günstiger gerade im Auktionshaus stehen, kauft sie raus. Es ist dann mehr Profit, als ausgerechnet wird. Ich hoffe, ihr konntet mir in dem Fall ein bisschen folgen. Dann würde ich sagen, kaufen wir das jetzt aber nicht, denn ich möchte diese gar nicht herstellen. Das war jetzt eigentlich nur ein Beispiel. Und dann gehen wir weiter in unserem Berufefenster rein. Zu guter Letzt haben wir natürlich noch den Tab Report. Ich werde jetzt hier einmal die Crafting Queue wieder entfernen und klicken einmal auf Report. Und zwar schließen wir jetzt erstmal die ganzen anderen Tabs, die verwirren gerade nur. Haben wir in Report den Tab Crafts. Hier wird alles angezeigt, was ihr herstellen könnt. Egal auf welchem Charakter bei euch auf dem Realm aktuell heißt. Wenn ihr jetzt vielleicht noch einen Schmiedekünstler habt auf einem anderen Char, dann werden auch hier die Items angezeigt, die diese Schmiedekünstler oder dieser Charakter herstellen kann. Dann natürlich wird hier auch noch angezeigt, falls dieses Item gruppiert wurde. Steht hier auch der Operationsname. Darüber reden wir später nochmal. Auctioning Operation. Ob ihr welche überhaupt besitzt auf irgendeinem Charakter, ob diese im Aha sind, wie teuer die Herstellungskosten aktuell sind, Item Value, also der Wert des Items aktuell und auch der Profit, den ihr bekommen würdet, wenn ihr das aktuell herstellen würdet. So rum.
Und hier natürlich auch wieder die Region Sale Rate, die wir am Anfang einmal uns angeguckt haben. Wenn wir jetzt als Beispiel einmal nochmal das Fenster hier öffnen und wir suchen mal Illusion. Wir können Tome of Illusion Nordend herstellen. Das sind Waffenverzauberungen aus Nordend. Also optische. Dann suchen wir hier einmal Illusion Nordend. So, und wenn wir jetzt hier einmal draufklicken als Beispiel, bekommen wir hier eine Ziffer. Und wir können hier jetzt auch nochmal draufklicken. Dann haben wir hier zwei stehen. Oder drei, vier und fünf. Was macht das? Wir gehen jetzt in den Crafting-Tab. Und die wurden automatisch in die Crafting Queue gesetzt. Okay? So kann man beispielsweise auch nachcraften. Vor allem, wenn man noch andere Charaktere besitzt, die andere Rezepte und andere Berufe haben, die Profit geben würden. Dann gehen wir wieder in den Report-Button rein und klicken uns einmal durch zu den Tab hier. Genau, wir können jetzt auch hier als Beispiel auf Create Groups from Table klicken. Was macht das Ganze? Wenn wir da jetzt draufklicken, erstellt Trade Skill Master automatisch eine TSM-Gruppe mit allen Items, die hier angezeigt werden. Empfehle ich euch allerdings nicht, denn es könnten sehr viele sein und ich bin eher auch der Fan davon, die Items zu sortieren mit Gruppen und Untergruppen. Darüber reden wir aber in dem dritten Teil, wenn wir die Gruppen erstellen. Dann gehen wir in den Material-Tab einmal rein. Der ist auch relativ wichtig für uns sogar, denn wir öffnen direkt nochmal hier die TSM-Einstellungen, Settings und auch noch einmal Crafting. Hier werden alle Materialien angezeigt, die ihr mit euren aktuellen Berufen braucht. Heißt, wenn ihr ein Verzauberkünstler seid, dann können wir auch hier einmal rausfiltern, ich bin Verzauberkünstler, Enchanting. Dann werden hier alle Materialien angezeigt, die ihr für eure aktuellen Rezepte braucht. Egal aus welchem Addon, egal ob das The Burning Crusade ist, WOTLK, Nordend und so weiter und so fort. WOTLK und Nordend ist dasselbe, ich habe einen Brain Lag. Dann könnt ihr hier direkt einsehen, okay, ich bräuchte vielleicht sogar für ein Rezept Abyss Crystal, abyssischer Kristall im Deutschen. Ich hoffe, das heißt so, ansonsten blamier ich mich. Und dann steht auch hier direkt der Mattpreis, was ich euch mal erzählt hatte. Der Mattpreis wird hier unten noch angezeigt. Material Cost beträgt 6 Gold und 18 Silber. Warum 6 Gold und 18 Silber? Er wurde ausgerechnet aus Min, DB Market, Crafting, Vendor Buy. Den Kristall können wir nicht bei einem Mintner kaufen, den können wir nicht craften, den können wir nur im Auktionshaus erwerben und dementsprechend ist der Material Cost Price, also der Matt Price, 6 Gold 18, also der DB Market Wert. Und wenn wir hier einmal draufklicken, sehen wir tatsächlich sogar auch die Grundformel, die hier in den Settings steht. Wenn wir diese jetzt umändern würden zu, ich sag mal, Min Crafting und Vendor Buy und wir entfernen DB Market, dann wird jedes Item hier Min Crafting und Vendor Buy drin stehen haben, anstatt Min DB Market Crafting Vendor Buy. Also das, was hier in dem Tag steht, steht in jedem Material Cost Fenster dieser Items. Okay? Warum wir überhaupt darüber sprechen, ist auch sehr wichtig, denn es gibt auch tatsächlich Items, die ihr zum Herstellen bestimmter Items braucht, die aber keinen Einkaufswert haben. Und wenn diese Items keinen Einkaufswert haben, können wir auch nicht mit der Preisquelle Crafting arbeiten, was ich euch im ersten Teil mal erklärt habe, was Crafting bedeutet. Also 400 Gold gleich 100% Crafting. Und wir müssen gucken, dass wir diese Items, die keinen Einkaufspreis haben, so wie hier als Beispiel Breath of Bonsamdi, hätte kein Mattpreis, keine Material Cost. Und wenn wir jetzt so ein Item haben oder brauchen, müssen wir gucken, wie wir dafür einen Materialpreis bestimmen können. Okay? Die Leute, die Battle for Azeroth gespielt haben, erinnern sich wahrscheinlich noch an das gute Expulsum. Expulsum wird überwiegend dafür gebraucht, um jetzt aktuell Transmog-Items herzustellen oder alte Dunkelmond-Trinkets oder aber auch größere Taschen. Und wenn wir jetzt etwas herstellen, was Expulsum braucht, und wir wollen aber auch in einer Auctioning Operation mit Crafting als Preisquelle arbeiten, dann brauchen wir auch einen Materialpreis für Expulsum. Dort steht zwar drin, Min, DB Market Crafting Vendor Buy. Das Problem ist aber,
Man kann Expulsum nicht bei einem Händler kaufen. Wir können es so normal nicht herstellen mit anderen Materialien. Und wir können es auch nicht ins Auktionshaus stellen oder im Auktionshaus kaufen. Dementsprechend würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie wir einen Materialpreis bestimmen könnten für Expulsum in dem Fall. Und zwar wurde damals mal über einen Reddit-Post gesagt, wenn wir ungefähr 7 grüne Items herstellen oder benutzen und die in dem Schrotter reinsetzen aus Battle for Azeroth, wo wir dann quasi Expulsum produzieren konnten, dann bekommen wir für grob geschätzt jedes siebte Item ein Expulsum. Und dafür müssen wir jetzt einmal kurz auf WoW-Head gehen. Und zwar gibt es aus Battle for Azeroth Schneiderei die gischtvernebelten Leinenarmschienen. Die waren damals die günstigste Variante, um Expulsum zu produzieren. Okay, wie gesagt, wir brauchen im Durchschnitt 7 grüne Items, um ein Expulsum zu bekommen. Was können wir jetzt machen, um daraus schließend eine Materialkostenberechnung zu machen für Expulsum? Wir suchen uns die Item-ID von gischtvernebelte Leinenarmschiene raus. Wichtig ist natürlich, wenn ihr beispielsweise Expulsum braucht und ihr möchtet die gischtvernebelten Leinenarmschienen dafür auch benutzen, habt einen Schneiderer aus Battle for Azeroth, der diese Armschienen craften kann. Die Armschienen könnt ihr, glaube ich, sogar schon ab Skill 5 oder 15 herstellen. Sollte also kein großer Aufwand sein, euch dort hochzuskillen für die Armschienen. Die Item-ID der Leinenarmschiene findet ihr tatsächlich hier in dem WoW-Head-Link und das ist diese hier. Spell gleich 257103. Das ist die Item-ID, die wir jetzt brauchen für unsere Materialberechnung für Expulsum. Wir kopieren diese hier. Shift-C, Steuerung C. Gehen wieder in WoW rein und schreiben in dieser Formel, die wir hier manuell auch umändern können, 7 mal. Jetzt kommt's. Crafting, also 7 mal die Herstellungskosten von in Klammer I Doppelpunkt, dann die Item-ID, Klammer zu. Was sagt das jetzt? Wir berechnen aus den Herstellungskosten der gischtvernebelten Leinenarmschienen, also das in Klammern I 257103 bedeutet so viel wie in Klammern ID des Items, Klammer zu. Wir berechnen jetzt aus den Herstellungskosten der Armschienen mal 7 die Kosten von einem Expulsum. Und wenn wir jetzt hier auf Save and Close klicken, bekommen wir tatsächlich keine. Okay, nach einem kleinen Cut bin ich schon wieder da. Ich habe den Fehler gefunden, den wir jetzt natürlich beheben werden. Wir gehen wieder zurück in den Material Tab, suchen Expulsum. Und nehmen diesmal bitte die Item-ID und nicht die Spell-ID. Da habe ich gerade ein bisschen verkackt. Und zwar lautet die Item-ID 154692. Okay, die kopieren wir raus, gehen wieder in WoW rein und schreiben dementsprechend rein 7 mal Crafting, also 7 mal die Herstellungskosten von der Item-ID 154. 692, Klammer zu. Save and Close. Und schon haben wir eine Materialberechnung für Expulsum und die beträgt 36 Gold und 58 Silber. Und wie diese jetzt berechnet wurde, habe ich ja gerade schon erklärt, aber ich zeige es euch nochmal anhand eines Beispiels. Wir klicken hier auf die Armschienen, die ich auf einem anderen Charakter herstellen kann. Horde Only. Es gibt zwei verschiedene Versionen, da müsst ihr aufpassen. Wenn ihr die jetzt beispielsweise herstellen wollt, die Expulsum, und ihr spielt auf auf Allianz-Seite, dann müsst ihr schauen, dass ihr auch die Item-ID der Allianz-Armschiene bekommt und nicht die Horde-Armschiene. Okay, die haben zwei verschiedene Item-IDs. Und hier steht ja auch Crafting Cost, die Herstellungskosten der Armschiene betragen 5,23 Gold. Die multiplizieren wir mal 7 und dementsprechend kommt dann dabei raus 36 Gold. Und 58 Silber. Okay? So, dann natürlich haben wir auch noch ein anderes Beispiel und das ist aus Warlords of Draenor. Im Deutschen heißt es Urgeist, im Englischen Primal Spirit. Urgeist und Primal Spirit wird auch für manche Berufe gebraucht, um bestimmte Sachen herzustellen. Und auch hier als Beispiel hat Urgeist keinen Materialpreis und den wollen wir natürlich auch bestimmen. Deshalb gehen wir wieder auf WoW-Head,
Suchen Urgeist und schauen uns mal hier um, wie wir an Urgeist kommen können. Denn jeder, der Warlords of Draenor gespielt hat, weiß, es gibt Garnisonshändler, die Urgeist anbieten für Warlords of Draenor Materialien. Und die günstigste Methode, um tatsächlich an Urgeist zu kommen, ist bei dem Pelzhändler oder bei der Pelzhändlerin. Die bietet ein Urgeist an für 5 prächtiges Fell. Deswegen gehen wir hier auf prächtiges Fell, nehmen die Item-ID, die ist in dem Fall 111557. Wir halten fest, wir bräuchten 5 von diesem Fell, um einen Urgeist zu bekommen, wenn der Händler oder die Händlerin verfügbar ist in der Garnison. Gehen wieder zurück in World of Warcraft, klicken hier auf Primal Spirit. Dort ist die Default-Berechnung, die natürlich nicht funktioniert, weil wir keinen Urgeist über das Auktionshaus erwerben können, nicht herstellen können und auch nicht bei einem Händler kaufen können. Wobei schon bei einem Händler, aber nur bei jemandem, der nicht immer da ist. Okay? Und man kann das auch nicht für Gold kaufen, sondern für eine andere Währung, die in TSM nicht eingerechnet wird. Dann löschen wir die Standardberechnung raus und schreiben hier rein 5 mal DB Market in Klammern der Item-ID von Urgeist. Heißt, der nimmt jetzt den Marktwert, den Realm-Wert DB Market, multipliziert diesen von Urgeist mal 5, um auszurechnen, wie teuer denn jetzt ein Urgeist wäre in den Materialkosten. Wir klicken Save and Close und schon sehen wir, 5 Gold, 93 Silber wäre jetzt die Materialkost von Urgeist. So, das war's sogar schon im Prinzip mit dem Video. Ich habe euch gezeigt, was wir im Crafting machen können, wie wir eine Crafting Queue erstellen. Ich habe euch gezeigt, wie wir an diese Materialien jetzt rankommen, wie wir diese mit der Taskliste, also der To-Do-Liste, wie wir diese filtern können mit den Scan-All-Button im Auktionshaus. Oder auch hier nochmal im Fall bei vom Vendor. Wir können jetzt hier beispielsweise auch hingehen und den Händler öffnen. Und dann steht auch hier, ich soll 15 von den Schriftrollen kaufen. Dann kann ich hier auch direkt auf Buy klicken und er kauft mir die 15 Stück in dem Fall direkt raus. Und dementsprechend habe ich euch dann noch einmal den Report-Tab vorgestellt, was man in den Crafting-Tab hier machen kann und für was der Material-Tab gedacht ist. Ein Error. Machen wir erstmal weg. Ich bedanke mich fürs Einschalten für den zweiten Teil der Trade Skill Master Serie und dementsprechend würde ich sagen, habt einen schönen Tag, viel Spaß mit dem Goldmaking und bis zum nächsten Video.